Danke, Jesus. Es ist wunderbar in der Gegenwart Gottes. Wir lieben dich, Jesus. In Jesu Namen und die ganze Gemeinde sagt Amen. Halleluja. Family Church Worship, ich liebe euch. Seid wirklich cool unterwegs, ey. Preist den Herrn. Halleluja, Geschwister. Ich bin so überwältigt von der Gegenwart Gottes. Wer ist es auch? Es ist so schön, oder? Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, das lebten sie einfach jeden Tag. 24 Stunden. Und es ist irgendwann so, Geschwister, dass Konferenztag Alltag wird, in Jesu Namen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, Konferenztag wird Alltag. Und jetzt sag zu deinem Nachbarn, weil es in der Apostelgeschichte steht. Weil es in der Apostelgeschichte steht. Preis den Herrn. Heute wird uns Pastor Matze Kaufmann dienen. Wir sind voll dankbar dafür, dass du hier bist. Wir sind auch dankbar, dass Pastor Archie, Pastor Tom, die ganzen Pastors Movement, Samuel und Daniel Maria hier sind. Und wir haben eine Glaubensheldin unter uns sitzen. Ich werde gleich mit ihr mal den Tourplan erzählen, den wir mit ihr haben. Aber wir haben eine Glaubensheldin hier, die uns schon jahrelang voraus ist. Maria dient Gott seit über 60 Jahren. Und ich, wisst ihr, Geschwister, die Bibel sagt, Ehre dem, dem Ehre gebührt. Wir geben nur Gott die Ehre, wir wollen keinen Menschenkult, aber wir wollen auch Menschen ehren, die uns im Glauben vorausgehen. Deswegen, lasst uns bitte alle gemeinsam aufstehen und Maria Prehan im Haus begrüßen mit einem großen Applaus. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Maria. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt kriege ich heute Abend wieder Ärger. Aber ich nehme es in Kauf. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Der Tourplan mit Maria Prehan. Wir freuen uns darüber. Morgen früh wird sie um 10 Uhr in der Edelgemeinde Dresden predigen. Um 14 Uhr wird sie hier in der Let Rain-Konferenz predigen. Sie wird die Abschlusspredigt halten. Wir sind voll gespannt, was Gott durch dich sprechen wird, Maria. Montag, Dienstag nächste Woche hat sie auch mal frei. Da gehen wir zusammen shoppen, Maria. Wo, verraten wir nicht. Und nächste Woche, Mittwoch um 18 Uhr, wird sie in der Family Church Radebeul lehren, im Lobpreiszentrum Radebeul. Donnerstag nächste Woche wird sie in der Family Church Erzgebirge. Wer jetzt kommt also aus Erzgebirge? Ein Applaus für die Erzgebirge. Ein Applaus für die Erzgebürger. Okay, danke. Wird sie in der Family Church Erzgebirge dienen. Nächste Woche Donnerstag um 19.30 Uhr. Und dann hat sie wieder, dann hat sie keinen frei. Samstag machen wir frei, Maria. Machen wir mal eine Maniküre zusammen. Und dann am Sonntag haben wir in der Family Church Radebeul Ordinationsgottesdienst. Wir dürfen neue Pastoren, Diakone und Leiter einsetzen. Auch da wird Maria bei uns dienen. Sie wird die Leiter mit einsetzen. Das ist uns ein Privileg. Nächste Woche Sonntag um 16 Uhr in der Family Church Radebeul, Meißner Straße 39. Und dann am 11. und der krönende Abschluss kommt natürlich immer zum Schluss am 11. September. Das Datum kennt man irgendwie. Also übernächste Woche Montag wird Maria in der Family Church Koblenz um... Ein Applaus für die Koblenzer! Um 19.30 Uhr stehen. Das geht kräftiger, Geschwister! Ein Applaus für die Koblenzer! Dean. Fragt mich nicht, wo die Frau die Predigten herholt, aber irgendwie hat es. Das ist der Tourplan mit ihr. Seid gerne dabei. Ich spüre gerade im Geist, dass was dran ist, Geschwister. Maria ist heute sinnbildlich hier am Sitzen, weil hier Menschen unter uns sind, die schon jahrelang im Glauben uns vorausgehen. Und wenn du länger als 20 Jahre mit Gott schon lebst und im Dienst, steh doch bitte kurz auf. Bevor wir diesen Menschen Applaus geben, möchten wir jetzt euch ehren, denn ihr uns, weil ihr geht uns im Glauben voraus. Und alle, die nebendran stehen, legt mal eure Hände bitte, oder nebendran sitzen. Bleibt stehen. Alle, die nebendran sitzen, legt eure Hände mal bitte auf diese Person. Und wir segnen sie jetzt mit dem, was im 2. Timotheus Kapitel 4 steht. Ich habe den Glauben bewahrt und so weiter. Wir proklamieren es über euer Leben aus. Danke, Herr, für alle Menschen in diesem Saal, die uns im Glauben vorausgegangen sind, Jesus. Danke, Vater, dass sie im Glauben ausgeharrt haben, wo wir noch nicht mal sprechen konnten, Herr, teilweise. Und wir danken dir für ihren Glauben. Danke für ihr Ausharren. Danke für ihre Tränen, Herr, die sie vergossen haben.
Wir setzen über euer Leben frei. Wer mit Tränen sät, wird mit Freude ernten. Wer mit Tränen sät, wird mit Freude ernten. Wer mit Tränen sät, wird mit Freude ernten. In den Namen Jesus. Und wir proklamieren aus, ihr werdet im Glauben stehen, bis euch der Herr holt. In den Namen Jesus Christus. Amen. Und jetzt geben wir auch diesen Menschen einen großen Applaus. Wir lieben euch. Amen. Danke euch. Halleluja. Diese Konferenz, Geschwister, ist nur möglich, weil wir großzügige Spender haben, die diese Konferenz unterstützen. Und unser Herzschlag ist es, die Konferenzen kostenlos zu halten. Und wir können es kostenlos halten, weil es Menschen gibt, die ein großzügiges Herz haben und geben. Und vielleicht hast du schon gegeben. Und wisst ihr, es geht nicht um die großen Summen. Es gibt das großzügige Herz. Wir lesen von dieser Witwe, die kommt in der Bibel. Und diesen, wir würden sagen, 5 Cent Münze hineinwirft. Und es war für sie so großzügig. Und wir danken eben, der diese Konferenz finanziell unterstützt. Und wir möchten eine Kollekte rumgehen lassen. Und wir haben aber ein Prinzip, den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht den großzügigen, den fröhlichen. Aber wenn du jetzt fröhlich bist und großzügig geben willst, ist das der absolute Wahnsinn. Gott, danke für jeden Geber, Herr. Danke, Vater, dass du jeden fröhlichen Geber liebst, Herr. Danke, Vater, dass wir fröhlich geben können in dein Reich, in deine Mission. Danke, dass du alle Kosten decken wirst innerhalb dieser Konferenz. Und danke, dass du dein Werk tust. Gott, es ist dein Werk, Jesus. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Du stehst im Zentrum, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Wir lieben dich allein, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Maria sagt immer, sei ein Scheinwerfer. Das Opfer darf nicht klingeln. Ich hör's. Ne, Quatsch. Okay, Geschwister. Wer hat in den letzten 2 Sessions bereits Heilung und Befreiung erlebt? Kannst du noch was sehen können? Kannst du was erzählen? Halleluja. Wow, so viele Hände. Danke, Jesus. Wisst ihr, Gott ist gut. Und er heilt und befreit, weil er gut ist. Und die Werke des Teufels sind zerstört, sobald der Name Jesus in unserem Leben Eintritt nimmt. Der Teufel muss weichen, wenn Jesus kommt. Amen. Wer die Kollekte noch rumgeht, noch eine kurze Information, 2 Informationen. Die letzte Session findet dann morgen um 14 Uhr statt. Dann ist die Konferenz schon wieder leider vorbei. Dann geht es nächstes Jahr weiter. Wir haben im Februar, im März und im Mai Lelt Rain. Februar haben wir in der Family Church Erzgebirge eine Drain-Konferenz mit Daniel Exler, Christian Almasud und Archie Wesel, darauf freuen wir uns sehr. Im März haben wir eine Drain-Konferenz in Koblenz mit Leo Bigger, Daniel Exler und Maria Brehan und Real, den Rapper. Und im Mai haben wir eine Konferenz, wo die Sprecher noch unklar sind, aber Leo Bigger ist definitiv dabei und es findet in Dresden statt. Deswegen sei gern dabei. Okay, die Kette geht noch rum. Ihr könnt draußen Bücher erwerben, einfach rum um den Tisch, gerne machen. Letzte Information. Okay, Leute, gehen rum. Dann bitte ich einen Freund des Hauses nach vorne. Wir sind dankbar, es ist uns eine Ehre, dass du hier bist. Matze Kaufmann, lass uns ihn noch mit einem großen Applaus begrüßen. Halleluja. Wir lieben dich als Gemeinde. Wir lieben euch aus Lörrach alle. Fahrt mal nach Lörrach, sind nur 8 Stunden von Dresden. Zu Awakening Church. Das Gute ist, ihr kriegt eine super krasse Predigt, super Gegenwart Gottes und haben noch ein Restaurant in der Gemeinde und kriegt danach so super gutes Essen. Also die 8 Stunden lohnt sich. Fahrt nach Lörrach. Amen. Amen. Fahrt mal nach Lörrach. Maria kennt Lörrach sehr gut, stimmt's? Maria ist jedes Jahr in Lörrach, glaube ich, schon gewesen. Es ist ein Ort, der es wert ist, besucht zu werden. Diesen wunderschönen Song Jahwe, den wir vorhin gesungen haben, der kommt aus unserer Church. Kommt mal vorbei und genießt die Gegenwart Gottes. Amen. Amen. Oh, ich glaube, ich habe mein Wasser heute Morgen hier stehen lassen. Sehr gut. Hoffen wir, dass es meins war. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Gerne. Christus, come on. Amen. So ist es. Das ist gut. Die Gemeinde ist Jesu Gemeinde. Darf ich euch heute Abend eine kleine Geschichte vorlesen? Ja, nein, vielleicht? Diese Geschichte,
Diese Geschichte ist keine fiktive Geschichte, sondern eine Geschichte, die wirklich so passiert ist. Ich habe diese Geschichte vor einigen Jahren gelesen in der Autobiografie von Billy Graham. Es handelt sich dabei um die ersten Großveranstaltungen, die Billy Graham in Deutschland getätigt hat. Und mich hat diese Geschichte sehr berührt. Wisst ihr, zu dieser Zeit hat mein Großvater sich zu Jesus bekehrt. Und wenn das nicht geschehen wäre, wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Ich bin dankbar für das, was Gott in der Vergangenheit in unserem Land schon getan hat. Weil als ich das gelesen habe, hat es gleichzeitig einen Hunger in mir ausgelöst, das und noch Größeres wiederzusehen. Denn ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit unserem Land. Er hat gerade erst begonnen. Diese Geschichte ist aus dem Jahr 1954. Da wurde Deutschland Weltmeister. Erinnert ihr euch? Das Wunder von Bern. Ich wünsche mir, wenn ihr das jetzt gleich hört, dass ihr euer Herz mal aufsperrt und euch von Gott berühren lasst, mit einer Leidenschaft das wiederzusehen. Okay? Seid ihr dabei? Billy Graham schreibt Folgendes. Am folgenden Abend hielten wir einen öffentlichen Gottesdienst, unseren ersten vor einer deutschen Zuhörerschaft. Etwa 34.000 Menschen kamen im Düsseldorfer Rheinstadion zusammen. 34.000. Die örtlichen Organisatoren hatten mit keiner allzu großer Resonanz gerechnet. Okay. Deshalb hatten sie es nicht für nötig gehalten, Schulungen für Seelsorgehelfer und Ordner durchzuführen. Das klingt nicht besonders deutsch, nicht gut vorbereitet, oder? Nachdem ich zur Entscheidung aufgerufen hatte, für Jesus, wurden in aller Eile ein paar gläubige Air Force-Angehörige von der nahegelegenen US-Basis herbeigerufen, um für Gespräche bereitzustehen. Etwa doppelt so viele Leute baten um ein Gespräch, als Plätze im Gesprächsraum vorhanden waren. Dann ging es weiter nach Berlin. Im Gegensatz zu den Organisatoren bei anderen Stationen unserer Veranstaltungsreihe hatte das örtliche Komitee in Berlin in 6-monatigen Vorbereitungen alle Einzelheiten geregelt. Das sind sie, unsere Deutschen. Tausende von Plakaten hingen überall in der Stadt. Trotz eines ergiebigen Dauerregens strömten 80.000 Menschen in das Stadion, die größte Zusammenkunft nach dem Krieg, wie man uns damals sagte. Aus der Kollekte, die eine große Summe Ostmark enthielt, konnten wir entnehmen, dass rund ein Viertel der Besucher aus der DDR gekommen waren. Ich begann meine Rede mit einer Anspielung auf Hitlers Auftritte in demselben Stadion. Ich sagte, hier haben schon andere gestanden und zu ihnen gesprochen. Dann hob ich meine Bibel hoch. Jetzt wird Gott zu ihnen sprechen. Wegen der Sicherheitsvorschriften im Stadion konnten wir die Leute nicht nach vorn zum Podium bitten. Willkommen in Deutschland, wieder. 5 Tage später erhielten wir während unserer Atlantiküberfahrt per Funktelefon eine Nachricht aus Berlin. Funktelefon, das ist die frühere E-Mail, ja? 16.000 Deutsche hatten die Karten ausgefüllt, die zu einer Entscheidung für Jesus aufriefen. Für eine so große Zahl war das Nacharbeitsprogramm des Berliner CVJM gar nicht vorgesehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir drin, jedes Mal, wenn ich das lese und jedes Mal, wenn ich das höre, entsteht ein Hunger danach, zu sehen, wie Gott in unserem Land wirkt und nicht nur Einzelne, sondern große Zahlen an Menschen zu ihm finden. Am Ende geht es nicht um die Größe irgendeines Dienstes. Und es ist mir egal, was für ein Name da drauf klebt. Hauptsache, die Botschaft von Jesus wird verkündigt. Und Menschen kehren zu ihm um. Gott tut etwas ganz Besonderes in unserem Land. Manche Menschen lieben es, da Worte drauf zu kleben. Erweckung zum Beispiel. Letztes Mal im Mai, als ich hier war, da habe ich zu euch gesagt, dass Erweckung nicht biblisch ist. Erinnert ihr euch? Das Wort Erweckung kommt in der Bibel nicht vor, weil man es früher das normale Christenleben nannte, was wir heute Erweckung nennen. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte einsteigen in der Bibel,
über das normale Christenleben, die hoffentlich dich dazu anstachelt, dein alles, dein ganzes Leben für ihn hinzugeben. Seid ihr dabei? Johannes Kapitel 5. Ich lese vorab Vers 1. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Die meisten von uns sind noch nicht mal 38 Jahre alt. Man kann es sich kaum vorstellen. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war. Und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, dann kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus Folgendes zu ihm. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er stand auf, nahm seine Matte und ging. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Das war der deutsche Pharisäer. Wie die Corona-Polizei, ja? Da rufen wir an, wenn die Nachbarn zu 5 waren. Ja? Wir sind da ganz dabei. Jetzt kommt's aber, die Antwort, die der Geheilte gibt, ist genial. Er sagt, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir aber gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ah, ist das nicht so gut, dass wir nicht für immer alles eine Antwort haben müssen und uns nicht immer rechtfertigen müssen? Du musst nicht immer für alle Fragen eine Antwort haben. Religiöse Menschen, Menschen, die den religiösen Geist so lieben, werden immer Fragen stellen, aber du musst nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Du darfst einfach sagen, der, der mich gesund gemacht hat, hat aber zu mir gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Dann heißt es weiter in Vers 12. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen, fragten die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres geschieht. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, war ich nicht happy über die Antwort, die Jesus gegeben hat. Sündige nicht mehr. Ach, wir sündigen doch alle, oder? Jeder einzelne Mensch. Und trotzdem sagt Jesus, sündige nicht mehr. Wisst ihr, Gott ist ein guter Vater. Und Gott würde dir niemals einen Auftrag geben, den du gar nicht erfüllen kannst. Stimmt's? Das heißt, wenn er sagt, sündige nicht mehr, muss es möglich sein, auch wenn alles in mir schreit, das scheint gar nicht möglich zu sein, muss es möglich sein, diesen Auftrag von Jesus auszufüllen. Ich bin auch Vater, ich habe 2 kleine Kinder. Wenn ich mit meiner Tochter Verstecken spiele, dann habe ich einen großen Vorteil. Ich bin deutlich größer und älter als sie, ich kenne die deutlich besseren Verstecke. Selbstverständlich, wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung, selbstverständlich könnte ich einfach das Dachfenster aufmachen und aufs Dach rausklettern und sie würde mich nie finden. Oder? Sie hat keine Chance, sie ist noch nicht mal 3 Jahre alt. Ja, ihr lacht, weil ihr wisst, ein guter Vater würde sowas nie tun, stimmt's? Als guter Vater ist es für mich die größte Freude, mich hinter der nächsten Tür zu verstecken, wo sie als allererstes schauen wird. Oder? Und sie kommt rumgelaufen und... Ein guter Vater würde niemals einen Auftrag geben und uns nicht gleichzeitig mit der Gnade ausstatten, diesen Auftrag auszuführen. Wenn er also sagt, sündige ab jetzt nicht mehr, muss es möglich sein. Ja. Genauso betrifft es jeden anderen Auftrag, den Gott dir geben kann. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, heute Abend,
möchte Gott einige von euch an einen Auftrag erinnern, den er euch gegeben hat, den er euch bereits gegeben hat in der Vergangenheit, der vielleicht noch nicht ausgeführt ist, den ihr vielleicht wieder vergessen habt, der vielleicht verschüttet ist unter vielen Jahren von Leben. Denn da draußen gibt es eine Welt, die wir zu erreichen haben. Billy Graham in den 50er Jahren, das reicht nicht aus. Es gibt heute einen Auftrag für dich und für mich. Und wenn Gott durch eine einzelne Person Tausende erreichen kann, was glaubt ihr, was er durch uns alle tun kann, wenn wir uns gemeinsam ihm hingeben? Das heißt, wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, für Dresden, für Koblenz, für Radebeul, wofür auch immer, für die Stadt, aus der du kommst, auch wenn er unmöglich erscheint, er gibt dir gleichzeitig die Gnade, diesen Auftrag auch auszuführen. Lesen wir weiter in unserer Geschichte, Vers 15. Danach ging der Geheilte zu den Anführern der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die Juden, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Versteht ihr? Die Juden, die Pharisäer, haben Jesus gehasst, nur wegen 7 Worten, die er am Sabbat gesagt hat. Steh auf, nimm deine Matte und geh. 7 Worte, das hat ausgereicht, um die religiösen Menschen der damaligen Zeit auf die Palme zu treiben. Sie haben ihn bis aufs Blut gehasst. Was ist das Besondere an diesen 7 Worten? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Matte da erwähnt wird? Er hätte doch auch einfach sagen können, steh auf und geh. Und die Botschaft für uns wäre die gleiche gewesen, oder? Aber warum kommt die Matte vor? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Was ist das Besondere an dieser Matte, dass sie es über 2000 Jahre geschafft hat, in der Bibel zu stehen, dass wir heute noch über sie reden? Habt ihr euch noch nie diese Frage gestellt? Bin ich der Einzige? Einige nicken, okay, alles klar. Die Stelle, die wir gerade gelesen haben, verrät uns, dass dieser Mann 38 Jahre lang schon krank war. Ich male mir aus, dass dieser Mann seit 38 Jahren auf dieser Matte liegt. Diese Matte war bestimmt kein ansehnliches Stück Stoff. Wahrscheinlich war diese Matte ein dreckiges, zerfetztes Stück, weil dieser Mann schon seit 38 Jahren da drauf liegt und niemand hilft ihm, davon loszukommen. Niemand hilft ihm davon runter. Diese Matte muss das letzte Stück Dreck gewesen sein, das man an diesem Teich von Bethesda finden konnte. Aber eine Sache kann ich euch sagen. Dieser Mann war zum Zeitpunkt, als Jesus vorbeikam, bestimmt nicht stolz auf seine Matte. Aber als Jesus zu ihm sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh, wird dieser Typ ab dem Tag, überall wo er hinkam, garantiert seine Matte dabei gehabt haben. Davon kannst du ausgehen. Überall, wo er hinkam, wenn er erzählt hat von dem, was passiert ist mit ihm, wird er garantiert seine Matte dabei gehabt haben. Und zwar war die ihm nicht mehr peinlich, sondern voller Stolz wird er diese Matte in die Höhe gereckt haben und gesagt haben, auf dieser Matte, schau es dir an. Schau dir dieses Leben an, das ich gelebt habe, 38 Jahre lang. Die Qualen, die ich durchgemacht habe, wie ich gelitten habe auf dieser Matte. Schau dieses zerfetzte Stück Stoff an. 38 Jahre lang habe ich darauf gelitten. Und eines Tages, nach 38 Jahren, da kam einer und er sagte 7 Worte zu mir. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und ab diesem Tag war ich geheilt und mein ganzes Leben hat sich verändert. Diese Matte wird er nie wieder losgelassen haben. Auch du hast so eine Matte. Auch du hast eine Geschichte mit Jesus. Auch dein Leben sah nicht immer schön aus. Und ob es bei dir 38 Jahre waren oder ob du seit Kindesalter Jesus gekannt hast, du hast ein Leben, das aussah nach Dreck und das zerfetzt war. Und ich glaube, dass Jesus dich herausfordert, diese Matte zu nehmen und da nach draußen zu spazieren und einer gebrochenen, kaputten Welt, genau wie diese Matte, einer gebrochenen und kaputten Welt, die Hoffnung zu zeigen, die nur in Jesus zu finden ist. Da draußen gibt es Millionen Menschen in Deutschland, die einen Weg sehen, wie die Bibel es beschreibt, der richtig scheint für den Menschen, aber der ins Verderben führt.
einen breiten Weg. Viele Menschen sind darauf. Aber es gibt da einen schmalen Weg. Der führt zum Leben. Und auf den gilt es, Menschen hinzuweisen. Ist euch klar, dass wir so lange, wie wir wollen, beten können, dass Dresden gerettet wird? Aber wenn wir nicht anfangen, Errettung zu werden für Menschen und ihnen die Botschaft zu verkünden, dann wird Dresden nicht errettet werden. Rette Dresden, Herr. Und Gott sagt, okay, das will ich. Du betest nur mein Herz aus. Und jetzt geh und rette Dresden. Seid ihr noch dabei? Ja. Es ist ganz schön still hier drin geworden. Ich probiere es auf der anderen Seite. Du sagst, Jesus, rette Lörrach. Und Jesus sagt, alles klar. Halleluja. Ich bin mit dabei. Das ist auch mein Herzensschrei. Gottes Herz blutet genauso, wenn er die Menschen da draußen sieht. Einige von ihnen, da kannst du die Hoffnungslosigkeit direkt im Gesicht sehen. Bei anderen, denen sieht man es vielleicht nicht an, aber in ihrem Herzen sieht es genauso leer aus. Aber wenn du nicht anfängst und sagst, diese Stadt wird errettet werden und Gott, gebrauch mich dazu. Gebrauch uns dazu als Family Church. Gebrauch unsere Gemeinden in dieser Region dazu. Dann werden wir es nicht sehen. Es ist deine Aufgabe, die Matte mitzunehmen und zu zeigen, wie dein Leben vorher aussah und welche Hoffnung in Jesus liegt. Das Kraftvollste, was du bei dir tragen kannst, ist deine Geschichte mit Jesus. Für diesen Mann, der da 38 Jahre lang lag, wisst ihr, für diesen Mann war Erweckung war nicht irgendwie ein Erlebnis, das er hatte, sondern es war ein Zustand, der ausgelöst wurde in seinem Leben durch eine Begegnung mit Jesus. Wir sehen nur diese eine Geschichte hier, aber dieser Mann wird ein erwecktes Leben danach gelebt haben mit seiner Matte. Das ist ein Zustand, in den sein Leben versetzt wurde, nach einer Begegnung mit Jesus. Und genauso wird es auch mit dir sein. Eine Begegnung mit Jesus kann dich in den Zustand der Erweckung versetzen, wo du nicht mehr beten musst dafür, dass Erweckung kommt, sondern wo Gott sagt, du sollst der Erweckungsträger sein. Seid ihr noch dabei? Du musst nicht auf Erweckung warten, du darfst zur Erweckung werden. Ach, ich höre schon wieder die Gedanken, die in euren Köpfen vielleicht rumschwirren. Ja, aber Matze, das ist alles nicht so einfach. Der Wind weht doch, wo er will. Ja? Das ist richtig. Das habe ich schon so oft gehört, als Reaktion auf diese Botschaft. Der Wind weht, wo er will. Das ist richtig, der Wind weht, wo er will. Aber du hast die Entscheidung, ob du dein Segel aufziehst oder nicht. Ob du mit dem Wind mitgehst oder nicht. Der Wind weht die ganze Zeit auf dem Ozean. Aber wenn du dein Segel nicht hochziehst, wird nichts mit dir passieren. Bist du bereit, dein Segel hochzuziehen? Ach, Matze, das ist alles nicht so einfach. Was werden wohl die anderen Menschen von mir denken? Haben wir nicht heute Morgen alle unsere Rechte aufgegeben? Es lebt sich so viel freier, wenn du frei bist von dir selbst. Wenn du an dem Punkt bleibst, wo es egal ist, was andere Menschen von dir denken. Wo du nicht davon definiert bist, was deine Eltern denken, deine Familie denken, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Es lebt sich so viel besser an einem Ort, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Denn wenn du angenommen bist in Christus, dann kann dich niemand mehr ablehnen. Niemand hat die Kraft, dich abzulehnen, wenn Gott dich schon längst angenommen hat. Niemand hat die Kraft, dich zu missbrauchen, wenn du weißt, wer du bist. Es ist so still hier. Ihr dürft gerne darauf reagieren. Wenn wir heute Abend ernst nehmen und anfangen, den Missionsauftrag nicht nur Missionsauftrag sein zu lassen, sondern ihn mit unserem Leben und mit allem, was wir haben, dahinter zu stehen und da rauszutragen, dann ist mir eine Sache ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass möglichst viele Menschen einfach nur irgendein Übergabegebet sprechen. Ja, das Lebensübergabegebet. Darf ich euch ein Zitat vorlesen von Leonard Ravenhill, einem US-amerikanischen Theologen? Er hat Folgendes gesagt: Das Übergabegebet hat mehr Menschen in die Hölle gehen lassen als alle Nachtclubs in Amerika zusammen. Ich lese nochmal vor: Das Übergabegebet
hat mehr Menschen in die Hölle gehen lassen, als alle Nachtclubs in Amerika zusammen. Wisst ihr, ich bete häufig dieses Gebet mit Menschen und daran ist auch an sich nichts auszusetzen. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben aus einem Gebet ein Konstrukt gemacht, das Menschen suggeriert, wenn du nur diese Worte nachsprichst, dann wird alles gut. Und du kommst in den Himmel, du hast dein Ticket gelöst für den Bus in den Himmel. Das ist eine Lüge. Das ist ein unvollständiges Evangelium. Gott erwartet dein Leben, nicht nur ein paar Worte. Gott erwartet dein ganzes Leben, nicht nur ein paar Worte. Das heißt, es ist sehr gefährlich, Menschen zu suggerieren, wenn du nur dieses Gebet betest, dann bist du im Reinen mit Gott. Denn du bist nicht im Reinen mit Gott, nur wenn du ein Gebet betest. Dein Leben muss sich ändern, dein Leben wirst du aufgeben müssen, dein Leben wirst du jemandem hingeben müssen, das wird dich auch was kosten. Und erst an dem Punkt sprechen wir davon. Aber wisst ihr, Menschen, die dann einfach nur uns die Worte nachplappern und denken, jetzt ist alles gut, die leben ihr Leben einfach weiter und verstehen noch nicht mal, dass sie sich in große Gefahr begeben. Denn sie denken nicht, dass sie einen Retter brauchen, obwohl sie einen Retter brauchen. Mir ist es lieber, dass jemand weiß, ich bin nicht im Reinen mit Gott, der dann sein Leben weiterlebt und sich dem bewusst ist, weil er irgendwann an den Punkt kommen wird, wo er weiß, ich brauche einen Retter. Aber wenn man denkt, ich habe doch das Gebet gebetet, ist doch alles gut mit mir, dann ist das ein sehr gefährlicher Ort. Gott erwartet dein ganzes Leben. Ziel ist nicht, dass irgendjemand ein Übergabegebet mit dir mitbetet, sondern Ziel ist, dass durch Umkehr, so wie wir es heute Morgen gesagt haben, durch Umkehr jemand eine lebendige Glaubensbeziehung mit Jesus beginnt. Vor einigen Monaten war ich in einer abendlichen Krisensitzung. Sowas gibt es auch im Dienst, ja, absolut. Es läuft nicht immer alles rund, auch wenn es immer so aussieht von hier oben, oder? War in einer langen Sitzung bis spät in die Nacht. Und als die Sitzung beendet war, wollte ich gerade in mein Auto einsteigen. Ich war einfach nur noch müde. Ich wollte einfach nur noch nach Hause fahren, weil ich weiß, am nächsten Morgen meine Kinder wecken mich wieder auf. Und mein Chef, der Ben, der auch im Mai hier war, der sagte noch zu mir, Matze, du, ich habe den Eindruck irgendwie, dass auf dem Weg nach Hause, das ist eine kurze Strecke, 10 Minuten mit dem Auto, dass auf dem Weg nach Hause Gott dir irgendwas sagen möchte. Und ich dachte nur, ja, okay, ich bin fertig, also hoffentlich ist es deutlich. Ja? Und ich steige mein Auto ein und ich fahre los und ich, so ein bisschen halbherzig sage ich so, ja, Herr, also wenn du mir irgendwas sagen willst, bitte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und kennt ihr das? Wenn ihr einen Gedanken im Kopf habt und ihr realisiert, das ist nicht mein Gedanke, so denke ich nicht. Das ist nicht ein Satz, den ich einfach mal so in meinem Kopf habe, den ich mir gerade ausgedacht habe. Der muss von woanders herkommen. In diesem Moment kam so ein Gedanke in meinen Kopf. Ein Satz. Gott sagte Folgendes zu mir. Ich will mehr tun in dieser Generation als je zuvor. Der Satz geht noch weiter. Ich will mehr tun in dieser Generation. Pause. Generation bedeutet übrigens nicht junge Leute. Generation bedeutet jeder, der jetzt momentan am Leben ist. Von jung bis alt. Wir sind eine Generation. Okay? Ich will mehr tun in dieser Generation als je zuvor. Und deshalb gilt es, keine Zeit zu verschwenden. Das war der Satz. Und in dem Moment hat es sich angefühlt wie eine Ermutigung und gleichzeitig eine liebevolle Korrektur. Denn in dem Moment fielen mir die ganzen Situationen ein, in denen ich Zeit verschwendet habe. Und in meinem jungen Leben gab es schon viele Situationen, wo ich Zeit verschwendet habe. Gott möchte mehr tun in dieser Generation, in unserer Zeit, als je zuvor. Erinnert ihr euch noch, was schon in den 50er Jahren bei uns passiert ist? Er möchte noch mehr tun als all das. Aber deshalb gilt es auch, keine Zeit zu verschwenden. Wir Menschen sind Meister im Zeitverschwenden. Wir Christen auch. Wisst ihr, wir sagen so heilige Sachen wie, Jesus, ich werde dir mein ganzes Leben hingeben und dir dienen mit allem, was ich habe. Aber zuerst muss ich mal meine Schule abschließen, ja? Weil ich habe noch kein Abitur gemacht. Erstmal Schule abschließen. Dann, Jesus, dann werde ich dir mit allem, was ich habe, dienen. Okay. Schule wird abgeschlossen. Jesus, ich will dir mit meinem ganzen Leben dienen und dir alles hingeben, aber
erstmal mache ich noch ein Auslandsjahr. Weil das ist heute modern. Ja? Ich gehe noch mal ein Jahr ins Ausland. So, dann komme ich zurück. Jetzt, Jesus, ich werde dir mit allem, was ich habe, dienen. Aber erst muss ich noch studieren, weil meine Eltern sagen, das ist wichtig. Ja? Dann studierst du. Jesus, jetzt ist es Zeit. Alles, was ich habe, ich gebe es dir hin. Aber jetzt ist da auch noch diese Frau, die ich da kennengelernt habe. Und wir würden schon gerne jetzt erstmal heiraten. So. Jesus, jetzt sind wir zu zweit. Zwei schlagen 10.000. Ja? Wir werden mit unserem ganzen Leben dir dienen. Aber erstmal wollen wir Kinder. Ja. Aber dann, als Family. Family Church, come on. Wir nehmen das wörtlich. Jesus, als Family, wir werden dir dienen. Aber die Kids sind noch klein, jetzt müssen die erstmal in die Schule. Und es wird immer und immer so weitergehen. Dieses Ding nimmt kein Ende. Wenn du den heutigen Abend nicht zum Anlass nimmst, den Startknopf zu drücken und zu sagen, mit allem, was ich habe, Jesus, auch was, egal was es mich kostet, auf welchen Tag willst du denn noch warten? Wir warten immer auf einen anderen Tag. Wir warten irgendwie auf noch eine bessere Konferenz, wo wir noch mehr die Salbung spüren. Aber die Tatsache ist schwarz auf weiß, die Schrift sagt es uns doch schon. Heute ist der Tag. Nicht gestern und nicht morgen, heute ist der Tag. Und heute zählt es. Und wenn nicht heute, wann denn dann? Nichts wird dir garantieren, dass du eines Tages an den Punkt, oder im Gegenteil, ich kann dir garantieren, du wirst nie an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt habe ich alles in meinem Leben so im Griff und jetzt kann ich einsteigen. Versteh mich bitte nicht falsch, es geht hier nicht um irgendwie vollzeitlichen Gemeindedienst. Ich rede davon, dein Leben hinzulegen. In egal welchem Beruf, Familiensituation, egal wo du bist, geht es darum, dein Leben hinzulegen. Es geht nicht darum, auf einer Bühne zu stehen und zu predigen. Es geht darum, wirst du das tun, was er will, dass du tust. Wirst du genauso wie Jesus das tun, was du siehst, was der Vater tut. Oder wirst du dich von allen anderen Dingen bestimmen lassen? Wir verschwenden so viel Zeit. Wir verschwenden ganz viel Zeit damit. Wusstet ihr, dass seit der digitalen Revolution die Aufmerksamkeitsspanne des erwachsenen Menschen auf 6 Sekunden gesunken ist? Ich habe das schon ganz schön gestretched heute Abend. Habe euch schon ganz schön herausgefordert, oder? Ich rede schon länger als 6 Sekunden. Das ist kürzer als ein Goldfisch. Wirklich. Goldfische haben uns überholt. Kein Scherz, könnt ihr nachschauen. Wir verschwenden so viel Zeit damit. Ein Video, nächstes. Anstatt zu sagen, jetzt lege ich das hin und jetzt tue ich das eine, von dem ich weiß, dass es mich mit Leben füllen wird. Nämlich ihn betrachten, ihn anzubeten und einfach sein Herz zu hören. Und dann das zu tun, was er mir auf mein Herz legt. Ich kenne genau die Momente, wo ich Zeit verschwendet habe. Wo ich gesagt habe, Jesus, absolut ab jetzt, ich werde morgen anfangen zu fasten oder was auch immer und es dann nicht getan habe. Jesus, ab jetzt, ich werde anfangen, den Menschen auf der Straße zu predigen, wenn du es mir aufs Herz legst und es wieder nicht getan habe. Jesus, ich werde anfangen, früher aufzustehen, um mehr Zeit mit dir zu verbringen und es wieder nicht getan habe. Ich kenne die Momente sehr gut in meinem Herzen, wo ich Zeit verschwendet habe. Aber Gott sagt, dass er mehr tun will in unserer Generation als je zuvor. Und deshalb gilt es, keine Zeit zu verschwenden. Ich habe noch ein Zitat von Billy Graham für euch. Wir haben ja vorhin schon von ihm gelesen. Folgendes sagt er. Die Theologen in Deutschland sind die am besten Ausgebildeten. Das ist ein Ritterschlag, oder? Die Theologen in Deutschland sind die am besten Ausgebildeten. Eine hochqualifizierte theologische Ausbildung zu besitzen, auf der einen Seite, und in einer lebendigen Glaubensbeziehung zu Christus zu stehen, auf der anderen Seite, ist aber nicht dasselbe. Die missionarische Kompetenz, die angesichts der fortschreitenden Säkularisierung mehr denn je nötig ist, ergibt sich aber nicht selbstverständlich
und organisch aus diesem respektablen Ausbildungsniveau, wie es in Deutschland erfreulicherweise anzutreffen ist. Habt ihr das verstanden? Nein. Nein. Amen. Viel zu wissen über Gott, viel zu wissen über die Bibel, eine gute Ausbildung auf theologischer Ebene genossen zu haben und in einer griechisch gelernt zu haben und in einer lebendigen Glaubensbeziehung mit Jesus aber zu stehen, ist nicht dasselbe. Ich habe schon viele Predigten gehört, zum Teil auch gut fundierte Punkte, die da hochgebracht wurden. Aber ich konnte im Hören, im Zuhören spüren, diese Person redet über Gott, aber kennt Gott nicht. Verstehst du, mein Ziel ist heute nicht, dich dazu zu bringen, Theologie zu studieren. Wenn es dir der Herr aufs Herz legt, bitte, let's go. Aber das Ziel ist, deines christlichen Lebens ist nicht, Theologie zu studieren, sondern es ist, Gott zu kennen. Und diese missionarische Kompetenz, von der Billy Graham hier spricht, mit anderen Worten, die Leidenschaft, Menschen mit Jesus vertraut zu machen, die ergibt sich nicht organisch aus Theologie und aus Theorie, sondern die ergibt sich aus einer lebendigen Glaubensbeziehung mit Jesus, aus purer Hingabe. Heute Abend ist ein Abend der Hingabe. Heute hast du die Möglichkeit, einfach zu Gott zu sagen, Jesus, ich habe Zeit verschwendet, aber heute Abend ist Ende. Heute Abend ist Ende. Nicht irgendwann später, nicht wenn alles in meinem Leben im Griff ist, sondern ab heute Abend, da wo ich bin, an dem Punkt im Leben, an dem ich bin, heute gebe ich mich vollständig hin. Seid ihr bereit dazu? Vielleicht kann die Band nochmal hochkommen. Ich habe eine Sache auf dem Herzen. Nachdem Gott diesen Satz zu mir gesagt hatte an diesem einen Abend, als ich nach Hause fuhr, nach dieser Krisensitzung, habe ich am nächsten Morgen meine Bibel aufgeschlagen. Und in der Regel lese ich morgens aus dem Buch der Psalmen, denn es erbaut mich für den Tag. Ja, man kann auch Prediger lesen oder so, oder Klagelieder, das erbaut dich vielleicht nicht ganz so. Deswegen bin ich bei den Psalmen. Und ich gehe meistens die Psalmen von vorne bis hinten so durch, nach und nach. Und an diesem Tag war zufällig folgender Psalm dran, Psalm 76, Vers 12. Da heißt es, legt vor dem Herrn, eurem Gott, eure Versprechen ab. Legt vor dem Herrn, eurem Gott, eure Versprechen ab. Und dann heißt es folgendes, und erfüllt sie auch. Legt vor dem Herrn, eurem Gott, eure Versprechen ab. Und erfüllt sie auch. Warum dieser zweite Nebensatz? Anscheinend machen viele Menschen die Erfahrung, dass sie Versprechen vor dem Herrn ablegen, aber sie nicht mehr erfüllen. Gott liebt es aber zu sehen, wenn du deine Versprechen ernst nimmst. Wenn diese Hingabe nicht nur leere Worte sind, genauso wie bei dem Lebensübergabegebet, wenn es nicht nur leere Worte sind, sondern es Worte sind, die aus dem Herzen sprudeln, die ernst gemeint sind und dann auch Taten folgen lassen. Wäre mega, wenn wir ein bisschen Musik kriegen können. Vielleicht auch nicht. Hey, wisst ihr was? Wir kriegen das auch ohne Musik hin, Leute. Die Musik brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht Musik, um in irgendeine Atmosphäre hineinzukommen. Stimmt's? Wir sind schon in der Atmosphäre des Geistes. Amen. Ihr dürft mal alle aufstehen. Wir werden, dass es aktiv werden. Ich glaube, dass es heute Abend Zeit ist, vor dem Herrn ein Versprechen abzulegen, aber es dann auch zu erfüllen. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns heute ein Versprechen ablegt. Das darf bei jedem Einzelnen anders aussehen. Ich glaube, dass der Heilige Geist euch Dinge aufzeigen wird, was er sich von euch wünscht in dieser Situation. Und weil ich es liebe zu sehen, dass wir gleichzeitig auch eine gewisse Rechenschaft in unser Leben holen, damit diese Dinge erfüllt werden, werde ich euch heute Abend herausfordern, dieses Versprechen nicht nur vor dem Herrn abzulegen, sondern es auch mindestens mit einer anderen Person im Raum zu teilen. Denn dadurch entsteht eine gewisse Rechenschaft. Dadurch darf der Sitznachbar in ein paar Wochen mal bei dir anklopfen und sagen, sag mal, wie sieht es eigentlich aus? Hey, ich erinnere mich noch genau. Let it rain. Samstagabend. Du hast gesagt, dass du ab heute jeden Morgen 2 Stunden früher aufstehen wirst.
Leute, es geht nicht um Kontrolle und Manipulation oder sonst irgendwas, aber es soll dich challengen. Es soll dich herausfordern. Es soll dazu führen, dass du dieses Versprechen auch erfüllen willst. Seid ihr noch da? Ihr dürft alle eure Augen schließen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du in diesem Moment das offenbarst, was du von uns dir wünschst, dass wir als Versprechen ablegen. Ich bete, dass du eine Atmosphäre schaffst, Jesus, in diesem Moment, dass Menschen sich hingeben können auf eine neue und noch tiefere Art und Weise. Ich spüre, wie Gott jetzt in diesem Moment wieder Träume wieder erweckt in euch, wie er Berufungen wieder hochholt, wo er das, was verschüttet wurde, wieder freiräumt. Ich empfinde, hier sind Menschen da, hier ist ein Mann da, du bist herausgefordert worden vor einigen Jahren, mindestens schon 10 Jahre von Gott. Er hat dir aufgezeigt, dass du berufen bist, Großevangelisationen zu leiten. Aber du hast es zur Seite geschoben. Gott hat gesagt, er hat das nicht vergessen, dieses Wort. Und er will dich herausfordern, dem nachzugehen. Hier ist eine Frau hier. Gott hat dir eine Berufung geschenkt. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich weiß, dass du aus Angst davor, was dein Mann denkt, es bisher noch nicht ausgefüllt hast. Aber Gott sagt, es ist wichtiger, Gott zu gehorchen, als dem Menschen. Hier ist ein Ehepaar hier. Gott hat euch eine gemeinsame Berufung gegeben. Eine gemeinsame Berufung. Ich empfinde, dass ihr, ich werde es einfach sagen, ihr dürft das vor dem Herrn prüfen, ich empfinde, dass ihr Pflegekinder aufnehmen sollt. Und Gott hat das schon vor längerer Zeit zu euch gesprochen. Jetzt ist es Zeit, dieser Berufung nachzugehen. Gott erinnert euch sich daran und er erinnert euch daran. Hier ist jemand da, du bist von deiner Berufung weggelaufen, die der Herr für dich hat. Du bist in einem anderen Job. Der sah vielleicht aufregender aus. Der war mehr mit Abenteuer gespickt. Aber Gott ruft dich in seinen Dienst. Gott wird es nicht zulassen, dass es dir an irgendetwas fehlen wird. Er liebt es, wenn wir uns ihm hingeben und ihm folgen. Heute Abend ist der Tag, wo du dich hingeben darfst. Wenn irgendetwas davon, was ich jetzt gerade gesagt habe, Sinn für euch ergibt, oder wenn ihr grundsätzlich empfindet, dass Gott diesen einen Traum wieder erweckt hat oder euch an eure Berufung erinnert hat, dann dürft ihr mal die Hand heben. Come on, wow. Yes, viele Hände. Danke, Jesus. Könnt ihr Augen weiter geschlossen halten? Vater, ich bete, dass du jetzt auf unseren Herzen dich bewegst und uns herausforderst, ein Gelübde, ein Versprechen abzulegen, dass wir nicht brechen werden, sondern dass wir auch erfüllen werden. Und jetzt fang einfach da an, während die Musik hier spielt, einfach dein Versprechen vor dem Herrn abzulegen. Mach das ruhig laut. Wenn wir es alle gleichzeitig machen, hören wir sowieso nicht, was du sagst. Fang einfach an, mit deinen eigenen Worten jetzt zu Gott zu sagen, Gott, ich werde mich dir hingeben, ab diesem heutigen Abend. Vater, das, was du von mir willst, das gebe ich dir heute. Und ich verspreche dir, dieses Versprechen auch zu erfüllen. Und jetzt fang einfach an, mit deinen eigenen Worten das einzufügen, was der Heilige Geist dir gerade aufgezeigt hat.